Hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Bros. U. Wir haben im letzten Part erfolgreich die erste Welt abgeschlossen und begeben uns nun in die Sandkuchenwüste. Die Wüstenlevel finde ich immer nicht ganz so cool. Weiß nicht, die gefallen mir einfach optisch nicht so sehr. Jedenfalls war es immer so bei Super Mario Wii. Da habe ich jetzt nicht mehr so die guten Erinnerungen an die Wüstenwelt. Ja, die Aufnahme, mal gucken, sieht gut aus. Sah auch gerade beim Anschauen der letzten Parts, sah es auch in Ordnung aus. Was am Ende bei rauskommt, muss man denn sehen. Gut, ich laber nicht weiter rum, Entschuldigung. Wir spielen das Tal der Gesichtsfelsen, wenn ich richtig gelesen habe. Und versüß, die verfolgen mich mit ihren Augen hier. Hm? Die beiden Münzen will ich jetzt da oben aber auch noch haben. Nur der Vollständigkeit halber und nice! Ich glaube, die könnte uns von Nutzen sein. Nein, wenn der uns nicht vorher fliegt uns hinterher. Ich denke, vielleicht die eine oder andere Starcoin wird da oben in der Luft fliegen und dann sind wir sicher gut beraten, das Ganze mit Flughorn Mario zu erledigen. Die Feuerblume nehme ich nicht mit. Aha. An die wären wir nämlich schon wieder nicht rangekommen. Wenn er jetzt runtergegangen wäre und wir wären nicht schnell genug gewesen, dann hätten wir Pech gehabt. Oh Gott. Ja, jetzt haben wir noch eine eingesammelt. Brauchten wir gar nicht. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir die mit. Kommen wir hier... Wo? Kommen wir hier runter? Ja, kommen wir. Cool. Dann gibt es hier sicher zur Belohnung die zweite... Zweite Starcoin? Zweite Starcoin? Offensichtlich nicht. Hoppala. Gerade nochmal einen Blick auf die Aufnahme geworfen. Oh, und hier kriegen wir vermutlich eine Ranke. Da kommen wir her. Und pow. Oh, nur ein Up. Also ich freue mich ja über ein Up, aber ich hatte jetzt was anderes erwartet. Hier können wir sicher wieder mit einer Stampferattacke runter. Auch hier gibt es nur ein paar Münzen. Ja, ist egal. Ich freue mich, wenn man für das Suchen von Secrets belohnt wird. Ja, schon in den ersten Parts erwähnt, ich will das Spiel voll genießen zu 100% und hier haben wir auch mächtig Luck, dass wir die Super-Eichel haben. Ich meine, sonst... Ich weiß gar nicht, wären wir da irgendwie hochgekommen? Sah jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Also cool. Reicht's noch für ein Up? Nein, reicht's nicht. Ich bin zu schlecht. So, auch gefährlich die Stelle hier. So, zwei Starcoins haben wir. Wo ist die dritte? Da ist die dritte. Und wie ich die hole... Ja, ich wollte eigentlich den... Den freundlichen Herrn mit dem Panzer nehmen, aber können uns eigentlich auch... Ja. Genau so war es natürlich gewollt. Ich meine, wir hätten jetzt auch hier rüberfliegen können, aber ach, wozu denn? Zudem haben wir ja jetzt auch die dritte Starcoin und... Naja. Ich würde sagen, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Hätte man aber auch vermeiden können. Wir sind im Ziel. Wir haben alles bekommen. Jedenfalls alles, was wir wollten. Secret Extort vermute ich jetzt hier nicht. Wenn nicht, dann muss ich den aber auf alle Fälle noch nachreichen. Oh. Was ist denn da los? Ja, bitte. Oh nein, wie schrecklich, so ein Typ hat mein Zeugs gemobst und ist einfach damit abgehauen. Mario, du musst mir helfen. Ja, ist okay, mach mal. Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingszeugs. Und vielleicht werde ich es nie mehr wiedersehen. Ich verstehe nicht, warum du hier noch rumstehst. Er ist in Richtung Eichenhain geflohen. Oh, sehr, sehr unfreundlich dafür, dass wir ihm noch helfen sollen. Oh, fast hätte ich es vergessen, wenn du mal
Wenn du es mal echt eilig hast, spring einfach in diese Röhre. Ja. so eine Clownskanone im Zirkus. So, Sandkuchenwüste, nee, da sind wir. Eich nein, da wollen wir hin. Ja, das ging doch fix. Fang Mopsy. Genau das werden wir versuchen. Go! Oh! Oh, der ist auch ganz schön schnell. Ja, wir haben ihn. Von wegen ganz schön schnell. Das ging relativ einfach. Mein Zeugs, tausend Dank. Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, yeah, ich bin mir sicher, es wird dir in Schwierigkeiten helfen. Wir bekommen eine super Eiche mit einem P drauf. Ich glaube, die ist dazu da, dass man... Ich glaube, mit der kann man unendlich lange fliegen. Beziehungsweise immer wieder so nach oben preschen. Ja doch, ich bin mir relativ sicher. Werden Sie sicher früher oder später mal ausprobieren. Beziehungsweise ausprobieren müssen. Aber gut, jetzt haben wir sie erstmal im Inventar. Im Moment brauchen wir sie noch nicht. Gut. Teil der Gesichtsfelsen haben wir geschafft. Hier geht's weiter. Party in der Pocky-Höhle. Party hart in der Pocky-Höhle. Die Pockys sind nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Also, das Problem ist halt, dass die so hoch sind und dass man da erstmal immer irgendwie drüber kommen muss. Ah, und man versucht uns zu helfen in Form dieser Sandsäulen. Wenn wir die Pockys aber am Kopf treffen, müssen sie eigentlich meines Wissens nach direkt down sein. Ach, natürlich hat jetzt ausgerechnet der Kopf noch überlebt. Komm! Jawohl! Headshot, würde ich sagen. Oh, wie kommen wir denn da ran? Ach so, ja, natürlich. Entschuldigung. Noch eine Feuerblume. Hier wird man aber ganz schön verwöhnt, würde ich sagen, ne? Ja, komm mal hier noch hoch. Nee. Ah, raus da! Mario, komm! Die sollten wir doch eigentlich bekommen. Kommen wir da nicht hoch? Klar kommen wir da hoch. Moment, wir warten mal auf die Sandsäule. Sühle. Die Sandsäule, Mann. Und Sühle Hund. Auf die Sandsäule wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, ich hatte in dem Moment noch überlegt, ob die Dinger nicht Kaskaden heißen, aber. Also ob man die als Sandkaskaden bezeichnen kann, aber. Ja, dann habe ich mich doch für Säule entschieden und irgendwie rausgekommen ist Sühle. Sühlemann und Sühlehund, ey. Kajayana, was guckst du? Habe ich früher total oft mit meinem Dad geguckt. Eigentlich, ich glaube, Freitagabend kam das immer. Jeden Freitagabend, was guckst du? Und im Anschluss, Krüger sieht alles, falls das noch jemand kennt. Eine supergeile Sendung. Der Kajayana, ich muss sagen, den mag ich auch sehr. Also. So, weiter geht's. Oh, wir kriegen Besuch von Fledermäusen. Ganz viele Zubats. Und statt Pokebälle werfen wir einfach Feuerbälle. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Oh. Da oben ist ein Loch. Kommen wir da irgendwie hoch? Ist eine coole Idee, dass man hier so alles dunkel gemacht hat und dass man hier alles dunkel gemacht hat und nur dank der Feuerbälle praktisch was sieht. So. Was ist denn hier jetzt Phase? Warum? Oh. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay. Meine eigenartige Passage. Und wir sind hier wieder mitten im Gewühle.
Zack, zack. Okay. Ich dachte schon, hier unten war kein Boden mehr, aber... Gott sei Dank. Doch. Dass in dem Raum da gerade nichts war, ist... Irgendwie mehr... Oh. Jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, Entschuldigung. Hoffentlich denke ich daran, das irgendwie ein bisschen zu muten oder so. Wenn nicht, tut's mir leid. Oh nein, da links oben war gerade die... Starcoin. Sind wir jetzt schon durch? Wir sind durch mit dem Level. Wir haben nur eine Starcoin. War das denn vielleicht sogar die dritte? Haben wir die zweite übersehen? Okay. Keine Müdigkeit vortäuschen, Mario. Wir müssen noch mal rennen. Das ist ja sehr eigenartig. Aber wie kommt man denn auch an die andere? Ich meine, wir sind ja durch den Raum durchgelaufen und gerade, also Gott sei Dank hatten wir die Feuerblume, so konnten wir die Pockys erledigen. Aber ansonsten, wie sollen wir denn da rankommen? Was übersehen oder so? Ich dachte schon, der geht jetzt hier oben ab von der Luzi. Raus hier. Ach, komm schon. Sagte ich schon, wir kommen wieder nicht auf die andere Seite, aber haben es doch gut gelöst. Das war die erste. Alles klar. Der Block hier. Hier ist nichts. Um Gottes Willen, bleibst du unten. Oh, aha. Sieh mal einer an. Ja, bitte einmal nach oben. Ich wollte doch. Okay, beim nächsten Mal. Ich wollte eigentlich die Pockys noch erledigen, aber ich da jetzt nicht so gut angestellt. Und komm da. Oh, Gott sei Dank. Hä? Bringt es uns denn jetzt hier oben zu sein? Oh, nun. Verschwinde! Ach so. Ach so ist das. Haha. Okay, das war die zweite. Jetzt müssen wir noch an die dritte irgendwie kommen. Yoshi! Yoshi? Moment, wo sind wir lang gegangen vorhin? Hier, ne? Na gut, wir wissen ja, dass wir hier in den Raum mit der Stuck hinkommen. Dann gehen wir auch weiterhin da lang. Dass wir hier einen Yoshi finden, hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann müsste die Pockys eigentlich... Jawohl. Der kann die Pockys wegnaschen. Oh Gott, war das knapp. Läuft gut bisher. Ne, da müssen wir ja nicht rein. Ja, komm, bitte mal. Den kriegen wir auch. Jawohl. Jetzt weiß ich nicht, wo ich da vorne hinspringe, deshalb gehe ich mal lieber hier unten lang. Nehmen wir den Puppen mit. Aha. Aha. Stimmt, da waren wir ja gerade schon mal. Genau, da oben ist die Starcoin. Ach, Moment. Der Yoshi hat die Fähigkeit, auf die Pockys zu jumpen. Ja, geh mal weg. Oh. Nein, Yoshi. Wir kriegen ihn noch. Okay. Das kann ja nicht sein, wie ich mich hier schon wieder anstelle. Hoch da. Jetzt packen wir es. Ich hab's im Gefühl. Ja, wir haben's. Und den Yoshi sicher geparkt auf dem Block. Sehr gut. Warte, ich hol dich gleich ab. Ich muss hier nur mal die Idioten zur Seite. Boah. Und eine Eisblume.
Gut, ja. Das habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, aber... Ja, jetzt haben wir Zeitdruck, aber der Ausgang müsste ja eigentlich gleich kommen. Die Musik ist sehr cool. Eine Remix-Version von dem Underground-Song. Klingt sehr nice. Und hier oben war der Ausgang. Jawoll. Oh, gar nicht mal so einfach mit den Starcoins. Jetzt nicht noch. Oh nein, Yoshi. Ja, souverän haben wir dieses Level gemeistert. Also haben uns da gar keine Blöße gegeben. Also, wer das nicht schafft, also das schafft er wirklich. Also selbst mein Hamster würde das schaffen. Also, naja. Auch noch gar nicht so einfach, die Starcoins. So, Loch der Loderschlangen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Okay, eine Eisblume haben wir schon. Ja, daneben. Gleiches Song nochmal, aber den kann man immer wieder hören. Oh Gott. Okay, wir haben sie gelöscht. Boah, dadurch, dass es hier so dunkel ist, kann man natürlich die Sachen ganz schön gemein verstecken. Gut, dass die gerade... Oh Gott. Dass die gerade da rechts oben aufgeblitzt ist. Sonst hätte ich die... Weiß ich nicht. Ich wäre da sicherlich dran vorbeigelaufen. Nun, mach die Piranha kaputt. Alles gut, weiter geht's. Oh, süß. Ein kleiner gelber Yoshi und erleuchtet. Und er singt mit. Ach, cool. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Mal sehen wir ein bisschen mehr und werden hoffentlich auch alle Secrets entdecken. Da unten geht's lang. Nein! Oh Gott. Ach, nur ein Ab. Ich hatte auf mehr gehofft. Kommen wir denn da unten hin? Puh, da gibt's nur Münzen, ne? Sieht so aus, als gibt's da nur Münzen. Lassen wir einfach mal sein. Da unten geht's aber rein. Süß, wie der mitsingt. Aha. Keine Starcoin. Es kann auch nicht sein, dass es da in dem Raum nur Münzen gab. Schauen wir mal, wann die zweite kommt. Hier wäre noch eine Reserve-Yoshi. Du kannst mal zur Hölle fahren. So, nein! Oh! Gott, ich dachte schon, wir laufen jetzt voll in den Koopa rein, aber alles gut. Können wir den irgendwie... Ich will den hier runter haben. Ja. So, Moment. Da unten sind Münzen. Wir müssen also definitiv runter. Warte mal kurz. Halt! Halt! Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Oh Gott, war das knapp. Schnell wieder hoch. Und da ist eine Säule. Warte mal bitte kurz. Warum läufst du denn immer weg? Behandle ich dich nicht gut? Hier müssten wir die zweite finden. Ah! P-Switch-Action. Boah. Ich mag das nicht, wenn die so groß sind. Nein! Yoshi! Yoshi, komm mit! Wo willst du denn hin? Alles gut. Hätten die auch erst löschen können, ich Idiot. Naja. Läuft trotzdem bis jetzt gut. Die roten Münzen, ja, brauchen wir nicht wirklich. Weg, weg, hinfort, oh Gott, geh doch weg. Frechheit. Mach doch meinem kleinen Yoshi Angst.
Und da. Nicht. Nee. Nam. Oh, jetzt trifft er mich auch noch. Da gibt's doch hundertprozentig was. Und jetzt ist wieder der Punkt, wo ich aufpassen muss. Okay. Hoch hier. Yoshi. Friss auf. Und hoch da. Und rein. Gott, jetzt bitte nichts Schweres mehr. Für so einen kleinen. Die Kacke ist am Dampfen. Hat das Starcoin einfach so geschenkt? Keine Gegner, kein Nichts, kein gar nichts. Schnell weg hier. Ist das der Ausgang? Das muss der Ausgang sein. Zeit wird auch langsam dünn. Ja, das sieht gut aus. Der Ausgang! Oh, auch eigentlich ein schönes Level. Und wir bekommen offensichtlich ein Up, wenn wir einen kleinen Yoshi mit ins Ziel bringen. Das ist uns bei dem rosanen oder bei dem roten Yoshi nicht gelungen. Gut, machen wir noch ein Level? Obwohl, das wäre der Tower, ne? Ach komm, eins machen wir noch. Gut, wir sind klein, wir sollten vielleicht mal unser Inventar nutzen. Ich denke, Pilz reicht, wir kriegen sicher zeitig hier ein... Weiß ich nicht, eine Feuerblume oder vielleicht auch eine Eisblume. Obwohl, in den Tauern gibt es meist eine Eisblume. Dann kriegen wir sicherlich eine Eisblume. Oh, sehr schön. Ein paar Münzen. Da ist die erste Starcoin. Zack. Coole Idee mit den, diesen Felsen, die sich verschieben, wenn man auf den Schrauben praktisch dreht. Eigentlich eine ganz coole Idee. Aha, eine Eisblume. Kommen wir hier hoch? Ne, kommen wir nicht. Oh Gott, war das knapp. Nun, nimm ihn doch. Ne, mach mal so. Ich bin irgendwie zu doof, die manchmal zu nehmen. Das ist die zweite Starcoin. Müssen wir... Hier müssen wir da. Alles gut. Oh. Das war knapp. Meine Frage, kommen wir da rein? Also falls da was ist, nee, okay. Das sah so verdächtig aus. So, einer weniger. Fehlt eigentlich nur noch die dritte Starcoin. Aber wo ist sie? Ich habe so eine Vermutung, wo sie ist. Moment, damit drehen wir die Dinger nach rechts. Oh, nicht? Ein Ab. Ach Mann. Okay, wenn hier eine Röhre ist und nicht die Tür, dann kann es natürlich sein, dass da noch weitergeht. Schauen wir einfach mal. Eigentlich haben wir alles untersucht. Normalerweise dürfte die nirgendwo sein. Aha, erstmal die Halbzeitfahne. Stimmt, die hatten wir auch noch nicht. Können wir den vielleicht in den Tod schicken? Das wäre mir sehr lieb. Okay, kriegen wir nicht hin. Beziehungsweise ich krieg's nicht hin. Oh. Und hier bekommen wir eine Eisblume. Brauchen wir doch eigentlich nicht. Haben wir schon. Noch nicht, also so langsam. Ach so, die Röhre da. Wie kommen wir denn zu der Röhre? Es sei denn natürlich, die Röhre ist der Ausgang. Ach, jetzt kommen natürlich hier diese... Wie heißen die Dinger überhaupt?
Moment. So. Das war Nummer 1, das war Nummer 2, das war Nummer 3. Achso, jetzt muss ich natürlich wieder das Ding nach oben fahren. Moment. So. Wie kommen wir hier rein? Beziehungsweise da drüben rein. Ich habe noch eine. Nee, okay. Ich dachte, wir. Hä, wie kommen wir in diese Röhre? Oh Gott sei Dank, ich hatte schon gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Vereisen können wir. Nee, okay, können wir nicht. Ach so, verstehe. Wir müssen praktisch diese. Ja, wie auch immer die heißen. Müssen die da links drüben hinkommen. Das war ganz schön knapp. So. Und jetzt ist die Starcoin frei. Aber wie kommen wir denn da hoch zum Henker? Oh Gott. Ah, so. Der wird doch jetzt nicht. Der wird doch jetzt nicht! Ach nein. Ich dachte, der rollt da einfach runter. Oh Gott. Das ist Willen. Naja, das war. Das war gar nicht mal so einfach. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was mit der Röhre da unten auf sich hat. Oder zweifle ich da einfach gerade zu sehr? Entschuldigung, wenn ich jetzt hier nochmal runtergegangen bin, aber das lässt mir keine Ruhe. Da muss doch irgendwas sein. Jetzt haben wir auch noch Zeitdruck. Okay, wir lassen es. Wir haben alle drei Starcoins. Eigentlich kann da. Ja, was. Eigentlich kann da nichts weiter sein. Nein, 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 nein. Oh. Das ist, wenn man sich beeilen will. Beziehungsweise das passiert, wenn man sich beeilen will. Okay, hier nach oben. Das jetzt so der richtige Weg war. Das ist natürlich das Problem. Oh Gott. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Yay. Bitte eine Feuerblume irgendwo. Eine Feuerblume bitte. Ach so, wir sind klein. Natürlich bekommen wir nur einen Pilz. Ja, 46 Sekunden noch. Das könnte ein bisschen eng werden. Oh, Kamek gesellt sich zu uns und mischt sich vermutlich ein. Oh, das war auf alle Fälle ein Lucky Punch. Ist nicht damit gerechnet, dass er losspringt wie so ein Bekloppter. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Naja, das war auch souverän, also das. Da kann man ruhig mal klatschen. Und ein kleiner Blick Richtung Schloss. Ach du grüne Neune, was ist da denn los? Ja, das sieht nach einer dicken Party im Castle aus. Wir speichern einmal zwischen und ich würde sagen, das reicht dann auch für diesen Part. Wir haben jede Menge geschafft und ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.